Ich habe das Gefühl, dass der ganze Stoff in der Uni mich erschlägt, dass ich kaum hinterherkomme, aber ich mein Studium ja eigentlich auch in Regelstudienzeit oder sogar unter der Regelstudienzeit schaffen will, damit ich möglichst schnell vorankomme, um eben dann auch ins Arbeitsleben einzusteigen. Wenn du das so oder so ähnlich auch von dir kennst, gerade Studenten an einer Fernuni, die noch nebenher arbeiten, aber ihr Studium eigentlich möglichst schnell abschließen wollen, aber gefühlt nicht vorankommen, kennen das oftmals, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil der häufigste Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie dann einfach ans Studium rangehen und sich dann ihre Module auswählen und dann einfach anfangen, so drauf loszulernen. Gerade auch in Fernuni kennen das viele, dann haben sie ihre Skripte vor sich oder ihre Vorlesung vor sich und wollen das dann einfach Step by Step abbauen und einfach gucken, alles so schnell wie möglich zu machen, aber sich keinen wirklich langfristigen Plan erstellen. Weil du musst einmal für dich verstehen, dass wenn du planbare Ergebnisse haben willst, das heißt, du willst nach einer gewissen Zeit ein Modul abgeschlossen haben mit gut oder sogar sehr guten Noten, dann brauchst du auch eine geplante Strategie dahinter. Wenn du aber so einfach sonst dann vorgehst und sagst, ja, ich möchte einfach so schnell wie möglich alles vorangehen, dann wird das halt oftmals dafür sorgen, dass du dann gar nicht so richtig weißt, wo stehe ich denn jetzt gerade unter dem Semester? Bin ich jetzt schon voran? Liege ich hinterher? Wie viel sollte ich jetzt machen? Und dann schiebt sich das oftmals dann hinten raus, weil du auch gar nicht genau weißt, wo du stehst, prokrastiniert man das Ganze noch häufiger und dann schafft man die Prüfung oftmals erst viel später, als man sich eigentlich vorgenommen hat. Und so eine langfristige Strategie bedeutet nicht, dass du schon Tag für Tag für die nächsten 4 Monate geplant haben musst, sondern dass du einfach weißt, was du grob auf Wochenbasis zu tun hast. Das heißt, wir wollen dort eine Uni-Routine aufbauen, so nenne ich das. Eine Uni-Routine sagt aus, dass du weißt, was du Woche für Woche erledigen musst, welches Pensum du schaffen musst, dass du am Ende des Tages ein klares Ziel erreichst, dass du mit einem gewissen Puffer natürlich, aber dann Woche für Woche Step by Step vorankommst. Und wenn du es weißt, was du nämlich Woche für Woche hast, dann kannst du es auch noch auf die Tagesbasis runterbrechen und dann eben auch gucken, wie, wenn du im Fernstudium bist und nebenher arbeitest, wie das mit deiner Arbeitszeit noch zusammenpasst. Und sobald du das dann einmal für dich aufgestellt hast, dass du weißt, was Woche für Woche zu erledigen ist, dass du zum Beispiel weißt, hey, diese Woche muss ich so und so viel geschafft haben, nächste Woche dann so und so viel und dann dir das aufgeteilt hast, dann solltest du auch immer schon ganz konkret schon für dich festgehalten haben, was am jeden Tag zu tun ist. Dass du nicht dann sagst, ja, okay, ich habe mir heute mal 2 Stunden Uni-Lernen eingetragen oder so weit im Skript vorankommen, wie es halt geht, sondern das auch wirklich heruntergebrochen haben. Weil nur so kannst du am Ende des Tages auch sagen, okay, wenn ich jetzt so und so viel geschafft habe, dann kann ich auch Feierabend machen, dann bin ich auch wirklich mal fertig. Und gerade viele im Fernuni-Studium kennen das vielleicht, dann sitzt man dann abends noch bis spät noch an der Uni, weiß dann gar nicht, wie viel sollte ich noch machen. Man hat die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, dass man so wenig gemacht hat, weil man vielleicht gestern sich nicht rangesessen hat. Und dann hört man aber auch gar nicht wirklich auf. Kann dadurch nochmal schlechter schlafen, ist dann dadurch auch nicht so gut dann am nächsten Tag im Job und dann abends wieder an der Uni ist man auch noch müde. Und dann wird das einfach zu so einem negativen Teufelskreis, aus dem du eben einfach nur rauskommst, wenn du auch wirklich mal ein klares Pensum für dich setzt. Zusammengefasst willst du also nicht Tag für Tag einfach gucken, dass du so viel wie möglich für die Uni schaffst, sondern wirklich eine langfristige Strategie aufgebaut hast, sodass du dann wirklich auf Wochenbasis weißt, was zu tun ist, um es dann auf Tagesbasis auch zu wissen, okay, heute muss ich so und so viel schaffen und danach kann ich auch Feierabend machen und dann eben auch nochmal ein bisschen entspannen. Und dann kommt nämlich der zweite Schritt, um auch wirklich das Studium mal in Regelstudienzeit oder sogar kürzer als Regelstudienzeit zu schaffen, ist, dass du anfangen musst, dich wirklich mit gehirnoptimierten Lernmethoden zu beschäftigen. Weil wenn du einfach noch so lernst, wie du es aus der Schule gewohnt bist, dass du einfach das Ganze rausschreibst, zusammenfasst, vielleicht in Karteikarten überträgst, vielleicht Mindmap erstellst oder einfach nur markierst und dann ganz oft nochmal durchliest, dann wirst du einfach immer eher so lernen, dass du ganz, ganz oft den ganzen Stoff wiederholen musst, gefühlt wenig erstmal hängen bleibt und du einfach sehr, sehr viel Zeit investieren musst. Weil seit der Schulzeit ist jeder gewöhnt, dass man einfach kurz vor den Klassenarbeiten damals den ganzen Stoff sich reingeprügelt hat. Das hat ja auch funktioniert. Aber jetzt im Studium sind die Stoffmengen einfach viel höher, viel komplexer und da brauchen wir einfach eine langfristige Strategie, damit du das wirklich auch nachhaltig schaffst und ohne deine ganze Freizeit eben aufgeben zu müssen. Es ist also generell fundamental wichtig, dass das ganze Lernen aufs gesamte Semester aufgeteilt wird und nicht dann irgendwie immer weiter aufgeschoben wird, bis man merkt, okay, jetzt wird es auf einmal ganz brenzlig und jetzt muss ich auf einmal ganz viel machen, weil dann wird es immer sehr stressig, dann hört man auf, gut zu schlafen, hört man auf, zum Sport zu gehen, hört man auf, sich mit Freunden zu treffen, also diesen ganz wichtigen Ausgleich, den man ja auch braucht, damit man auch wirklich locker bleibt, damit man auch wirklich nicht so viel Stress hat, dass da wirklich auch der Stress abgebaut wird, damit man auch in der Prüfung wirklich mit einem guten Selbstbewusstsein reingehen kann, weil wenn man davor die Wochen kaum noch geschlafen hat und ganz viel Stress aufgebaut hat, dann steht man nochmal mehr unter Druck und macht nochmal mehr Flüchtigkeitsfehler. Das heißt, das ist einfach auch nochmal so ein negativer Teufelskreis, in den wir gar nicht erst reinkommen wollen. Das Lernen also immer aufs gesamte Semester aufteilen, indem du eben wirklich diese Uni-Routine hast und eben auch dich mit gehirnoptimierten Lernmethoden beschäftigst, die eben auch das Lernen wirklich langfristig ermöglichen. Und zu gehirnoptimierten Lernmethoden findest du auf diesem Kanal noch viele andere Videos, aber wenn du da mal eine genaue Strategie haben willst, wie du wirklich Step-by-Step vorgehen kannst, dass da jemand an die Hand nimmt, wie du dein Studium in Unterregelstudienzeit schaffst, trag dich mal gerne unter dem Video für eine Lernanalyse bei uns ein. Da schauen wir uns mal genau deine Situation an, weil jeder ist auch nochmal individuell. Dann gucken wir uns das mal genau an, geben dir konkrete Tipps mit. Alles kostenlos und unverbindlich. Also gerne einfach mal eintragen und dann hören wir uns vielleicht auch bald und ansonsten viel Erfolg im Studium.